So, und da sind wir direkt wieder zurück. In dem Fall. Das ist jetzt ein bisschen tricky, muss ich sagen. Da bräuchte ich einen guten Caster hier. Moment. Hey. Dann nehmen wir den anderen. Und dann brauche ich tatsächlich sie. Ja. Was? Den Daten guten Caster? Ne, Quatsch, gucken weiter. Und sie. Weil der eigentliche Bossgegner an der Stage ist ein Caster, der Rider, Rod. Und die Supporte dazu sind halt Caster, was das Ganze ein bisschen nervig macht. Das heißt, ich muss jetzt ein kleines bisschen aufpassen, dass mir MHX nicht wegverreckt. Ja, aber das kriegen wir schon hin. Okay, das ist ja schon fast verlockend. Zum Glück kann mir das gerade egal sein. So, also dann direkt rausgefokust einmal. Okay. Na gut. Direkt rausfokussen kann man das jetzt so nicht nennen. Na, den muss ich tatsächlich einmal vorjagen. Da. Damit ihre nur von 1100% in die nächste Runde fertig ist. Falls sie jetzt nicht direkt nochmal angegriffen wird. Ja. So, hier bauen wir mit ihm auch nochmal einen Nobelphantasm auf. Funktioniert ja offensichtlich ziemlich gut, muss ich sagen. Dann muss ich mal nachgucken, was Drake mit ihrem Overcharge anstellt. Gain a large amount of crit stars, increase by overcharge. Ja, wie geht? Das nehmen wir doch mit. Ja, ein bisschen schade, dass er nicht irgendwie nur bei Phantasm charged oder sowas. App, App und App. So. Wäre ganz geil, wenn ich eine Steuerung auf Computer für das Tablet hätte. Das heißt, dass ich auf PC halt die Inputs steuere und sowas. Wäre halt ganz geil. Da hätte ich keine Verzögerung. Aber das geht leider nicht. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre ein Controller anschließen tatsächlich und dann darüber zocken. Problem dabei ist, dann habe ich die Verzögerung drin. Das wollen wir nicht. Und so schalten wir die Viecher erstmal aus. Game. Okay, gut, das hätte in den anderen Part auch noch reingepasst, zugegeben. Das weiß man aber vorher nicht. Macht ja auch nichts. Und dann springen wir gleich zum nächsten. Da haben wir eine Rider Vorhut mit einem Saber als Boss. Und wenn es heißt ein Saber als Boss, dann nehmen wir natürlich einen Archer im passenden. Das Ganze vielleicht zweimal. Ja, mal danken. Ich bin halt tatsächlich mehr ein Freund von der Version. Na, Moment, das Icon kann so bleiben.
Aber ich meine, hat echt nicht das Gefühl, dass man ein Camel wird, wenn man sie ja so anschaut. Sieht mir eher nach Ägypten aus, stellenweise. Gut, das hat schon seine Gründe, denke ich mal. Ist ja auch egal. Gut. 4 Stunden wach und trotzdem verpennt. GG. Das ist euer fucking Ernst. Was könnt ihr beiden überhaupt? Ich habe das Gefühl, dass der Sound manchmal ein bisschen abfuckt. Dass er bei weitem zu spät kommt. Da kann ich mich auch irren. Wenn du den Tassen von MHX hebe ich mir natürlich auf. Auch wenn sie ein Assassin ist, der letzte ist halt Saber und da hat sie halt ihren Skill für noch. Was dementsprechend nicht verkehrt ist. Was hat sie jetzt den Damage nochmal? Bis zu 50%, glaube ich, waren das. Ja, Overcharge, der Nummer 5 Tassen macht leider da nicht viel Damage, das ist halt kein Saber-Face. Aber naja. Aber MHX dürfte hier relativ praktisch für sein, weil wir insgesamt 2 Saberfaces als Bossgegner am Ende auch noch irgendwo haben. Also 2 verschiedene. Und zwar Mordred und ja, Arturia halt. Ob er nur einer von Saber ist. Das ist eine schöne Background-Mucke. Ich freue mich hier schon ein bisschen nach Anime davon. Oder Movie oder was es auch werden wird. Und Swinespriggan, genau. So. So, was ich weiß, ist, dass Gilgamesh mehr Schaden macht mit seinem Overcharge. Meines Wissens nach. Was heißt hier mehr Schaden? Wo muss eigentlich hinkommen, ne? Naja, deals extra Damage to all Servants. Das ist jetzt nicht so relevant bei dem Gegner. Macht aber auch keinen Unterschied, weil es dementsprechend scheißegal ist, wer wann rankommt. Es gibt tatsächlich bloß eine Handvoll an Servants, die nicht von seinem Overcharge betroffen werden. Finde ich recht witzig. Und warum zum Fick ist Romulus einer davon? Oder Francis? Die so. Wir suchen einfach auch den durch. Dann nächste Runde. Ey, wait, what? Okay. Nächste Runde quasi nochmal dasselbe. Nur halt in so Semi-Schwäche. Ist halt echt quasi nochmal dasselbe. Okay, ich glaube, das nachfolgende Lied, was nach dem aktuellen kommt, kann ich nicht anlassen. Das wäre nämlich die angebliche OST zu Devil May Cry 5. Ich bezweifle, dass das keine Copyright-Probleme gibt. Auch mal das ziemlich oft auf YouTube findet.
Ja, so gesehen müsste ich das eigentlich machen können. Ich meine, es wird in meinem Land das ja schließlich anders sein. Ich lasse es einfach mal laufen. Aber wieso zum Fick ist das hier zu leise? Ich skippe einfach mal. Oder bis das Lied, was jetzt kommt, das höre ich halt auf und ab die ganzen Wochen quasi schon. Okay, die ganze Woche. Wochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Solange ist die Hinterreihe noch gar nicht durch. Ja, man hört kaum was auf der. An Lautstärken mit sehr kurz bearbeiten und den Browser hochdrehen. Bisschen. Wow, das ist echt verdammt leise. Ich gehe mal kurz mal runter. Das müsste jetzt passen. Ich finde, das ist einfach so gut. Sagen wir mal so, wenn ich den Part nochmal hochladen muss, weil ich keine Musik drin habe, drin darf bestimmte, das werdet ihr ja merken. Wenn ihr das hier hört habt, ist es offensichtlich nicht der Fall. Jetzt auf dieser Welt. 3 Runden, gut. So. Ohne Witz, ich hört lieb auf und ab die Tage. Das ist halt mal schlimm bei mir. Ich würde also ohne weiteres die ganze komplette Session im Hintergrund laufen lassen, aber das kannst du natürlich nicht bringen. Das wird euch ja nach einer Zeit auch auf den Keks gehen. Und das will ja keiner dann. Na gut, dass der nicht nochmal zum Zug kam. Ich versuche es mal möglichst ohne 0 Phantasmen zu enden, aber werde ich ja sehen. Ja, es kann sogar klappen. Ja. So, dann wären wir durch den Spaß hier auch durch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hauen Sie rein und bis dann.